Bevor wir uns über die Top-Favoritinnen unterhalten, müssen wir leider, muss ich an dieser Stelle sagen, nochmals zurückkommen zum Herrenabfahrtstraining, denn das ist nach wie vor im Gang und da gab es einen schweren Sturz. Mit der Startnummer 78 hat es Martin Kuber erwischt, der für Kasachstan an den Start geht. Der liegt jetzt schon mindestens 10 Minuten hier. Wir hören auch schon bereits einen Hubschrauber. Das Training ist unterbrochen worden und das ist relativ nahe im Zielbereich und da kommen natürlich die Damen und auch die Herrenstrecken. Ja, die führen da zusammen und dieses Training also unterbrochen. Insgesamt wollen 86 das Training in Angriff nehmen. So. Bevor wir uns über die Top-Favoritinnen unterhalten, müssen wir leider, muss ich an dieser Stelle sagen, nochmals zurückkommen zum Herrenabfahrtstraining, denn das ist nach wie vor im Gang und da gab es einen schweren Sturz.